Hi Leute, willkommen beim neuen Video von mir. Diesmal geht es um Emulation beim Android-Handy. Ich zeige euch ein Frontend, das ihr verwenden könnt. Und ja, hier sind wir gerade bei Simpsons Hit at One. Ich zeige euch ein paar Emulationen für verschiedene Konsolen. Und ja, über Touch. Ihr seht ja selber, es funktioniert eigentlich ganz gut über Touch. Sowohl wie auch den GameSeer X3. Das ist echt ein super Ding, da könnt ihr euer Faden verloren, euer Handy reintun, das Variable hier, ist eigentlich ganz cool, flexibel, so, jetzt hat, mein Gott, da könnt ihr einfach das Handy reinziehen, einfach zumachen und dann könnt ihr auch damit zocken, R1, R2 gibt's, L1, L2, L3, R3, ist auch wichtig, ne, okay, und dann zeige ich euch ein paar Emulationen heute. Also, bis gleich. Gleich als erster Hinweis. Sollte das Gerät euer Handy nicht erkennen, dann kann es sein, dass die Hülle im Weg ist. Bei mir ist es der Fall. Also ich tue mit meinem Fold 2 zocken. Sage ich echt super mit dem Display, muss ich sagen. Und hier sieht man ja, es ist ein bisschen breiter hier. Und darum erkennt das Gerät das nicht. Also vielleicht ist es bei eurem Handy auch und ihr wundert euch, warum man das Gerät nicht erkennt. Es kann deswegen dran liegen, okay? So, wir sind gleich wieder da. In meinem Fall nimmst du halt einfach die Hülle hier ab. Und dann tust du es hier reinkleiden lassen. Ich hoffe, man sieht es auf der Kamera. Einfach hier rein, so. Und dann schiebst du auf. Und wartest, bis er einrastet. Nur, wartest, bis er einrastet. Zack. Schiebst es wieder zusammen. So. Schon mal ist eins erledigt. Okay, jetzt zeige ich es ohne zu kürzen oder so. Jo, einen kurzen Moment, das war ein Fehler. Schnitt, nochmal. So. So. Jetzt weiß ich nur nicht, ob wir ihn noch per Bluetooth verbinden müssen, wahrscheinlich. Es kann auch sein, dass ihr über die Software müsst. Also wie gesagt, ich zeige es euch ohne Schnitt. Da geht ihr einfach einmal in die Software rein, die heißt GameSeer. GameSeer. Hier haben wir ein GameSeer. Einmal rein. Ja, nicht wundern, das ist alles japanisch, das Ding. Not connected. Connect now. Okay, eigentlich müsste da irgendwas leuchten. Ah, jetzt hat. Jetzt verbindet er schon mal. Man sieht so. Zugriff zulassen. Ja. Ja, okay. Und dann müsste es eigentlich funktionieren. Genau. Und schon funktioniert euer Controller. Ich finde es auch immer besser, wenn man es zeigt, ohne irgendwelche Sachen da zu machen. Es gibt Sachen. Hier, der heißt Dachicho. Na, das hätte ich zeigen sollen, ne? Dachicho heißt der. Das ist ein Frontend. Viele zeigen euch halt einfach den Emulator und ihr glaubt halt, es wird sofort funktionieren. Nein, es ist nur ein Frontend. Ihr müsst die Emulatoren selber runterladen. Das muss euch klar sein. Viele zeigen das nicht. Das finde ich wirklich richtig scheiße. Muss ich ehrlich sagen. Wirklich. Also es ist ein Frontend. Da geht ihr drauf. Und dann könnt ihr hier durchschalten. Wenn er mal funktioniert. Na, verbinden, ja. So. Ja, ist schon. Passt doch. So. Und dann geht ihr hier drauf. Da habt ihr hier die Emulatoren. Da könnt ihr herumsteuern. Mit R zum Beispiel, L, R2 und da habt ihr die verschiedenen Emulatoren drauf. So, jetzt nochmal, der Dachicho, oder wie er heißt, ist nur im Frontend. Wenn ihr den sucht, dann zeige ich es euch mal. Ihr findet den im Play Store. Da gibt er einfach einen, Dachicho, man sieht es, oder? So schreibt man den, einfach drauf und dann zack, da findet ihr ihn schon da unten. Seht ihr es? Da. Und dann könnt ihr ihn einfach installieren. Mit den Emulatoren ist es nicht ganz so einfach. Das werde ich euch dann zeigen. Wie gesagt, die meisten zeigen euch das einfach nicht. Und das ist halt richtig schwach, finde ich. Zum Beispiel Switch. Ist jetzt ein gutes Beispiel. Ich zeige euch jetzt nur, wie es funktioniert. Ich habe kein... Doch, ich habe ein Switch-Game drauf, oder? Doch. Bibliothek geht da drauf. Da habe ich zum Beispiel Super Mario RPG drauf, okay? Jetzt zeige ich euch nur das mit den Emulatoren. Geht ihr da drauf? Dann sagt ihr euch, okay... Ihr habt keinen Emulator. Ihr müsst euch den Skyline Emu raufladen. Okay? Geht ihr jetzt auf Bestätigen.
zeigt euch das hier. Das heißt, der Emulator ist nicht im Play Store verfügbar. So. Das Ding ist, irgendwas mit Skyline Emu heißt der oder so. Ihr habt jetzt verschiedene Möglichkeiten, den Emulator zu holen. Ich zeige euch mal ein Beispiel. So. Ihr geht da auf Google. Skyline hat der geheißen, glaube ich. Skyline Emu. Punkt. Ist jetzt nur ein Beispiel. Da müsst ihr halt emu.apk eingeben. APK. Das ist halt bei den Android-Sachen so. Und dann einfach auf Enter. Und hier seht ihr es. Download Skyline Nintendo Switch Emulator, okay? Hier könnt ihr ihn dann zum Beispiel runterladen. Nur als Tipp. Das RPK müsst ihr öfters verwenden. Zum Beispiel auch beim PlayStation 2 Emulator. Den findet ihr nämlich auch nicht wirklich. Und beim PlayStation 2 Emulator, wenn ihr PlayStation 2 Emulation zocken wollt, dann braucht ihr auch noch ein BIOS dazu. Das ist ein bisschen komplizierter, den zum Laufen zu bringen. Aber wenn es gewünscht ist, kann ich das auch nochmal zeigen, wie das genau funktioniert. So. Aber jetzt soll es ja um die Emulation gehen, okay? Also gleich vorweg, Switch habe ich nicht drauf, weil es gibt ja zurzeit Probleme mit dem Yuzu und ja, deswegen habe ich nichts drauf. Schlüpfen wir mal rein in den Super Nintendo. Da geht ihr einfach drauf. Ich habe zwei Games drauf, Super Mario World, Legend of Zelda, Links to the Past. Diese zwei Games sind halt echt der Hammer. Und da geht ihr einfach drauf und dann startet ihr schon. Und dann könnt ihr ganz normal über die Tasten hier zocken. Das ist eigentlich ganz cool. Wie gleich gesagt, der Analog ist nicht so präzise. Er geht für die Games, aber präzise ist er jetzt nicht so. Finde ich jetzt persönlich. Ich zeige euch jetzt nur ein bisschen was. Ja, jetzt haben wir Disconnect gemacht. Das ist aber normal. Das liegt ein bisschen an dem Fold. Das ist halt einfach so bei dem. Es, bei eurem Handy wird es wahrscheinlich funktionieren. Bei meinem Fold funktioniert das leider nicht immer. Das ist jetzt nur der Vorführeffekt. Geh zurück. So. Also hier gehen wir jetzt darüber einfach und zack. Ich hoffe, ihr seht alles. Okay, ich glaube, wir haben eine bestimmte Super Mario World Version, ja, wer so oft schon hüpfen kann. Aber hier, wie ihr seht, funktioniert alles ganz normal. Darum finde ich ihn auch super, den GameSteer X3. Also es war schon mal Super Nintendo. Und jetzt gehen wir gleich zum nächsten über. Als nächstes würde ich euch gleich PS2 zeigen. Das ist ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen höher. Was zeigen wir? Zeigen wir Godhand. Godhand ist ein Hammer-Game. Also wer Godhand nicht kennt, unbedingt nachholen. Manche sagen, Godhand ist, ja keine Ahnung, ist nicht so ein geiles Game, aber es ist wirklich geil. Wie gesagt, die Touch-Funktion verschwindet, wenn ihr eine Steuerung angeschlossen habt. Das tun wir auf Deutsch. Spiel starten. Also Godhead hat mir echt geil gefallen. Ich fand's super. Die meisten haben es nicht gefallen. Aber ich fand's eigentlich echt geil. Funktioniert auch ganz gut. Vielleicht interessiert den einen oder anderen die Auflösung. Das kann auch natürlich sein. Die Auflösung habe ich jetzt zum Beispiel. Müsst ihr ja immer so ein bisschen nachschauen, wie es am besten läuft. Bei mir ist es jetzt auf Multiplikator 4x nativ. Kann man ein bisschen reinzoomen. Ja, sieht man auch. Multiplikator hochskalieren 4x nativ. Also bei mir funktionieren halt da die ganzen Games. Ein paar Games funktionieren halt nicht, wenn ihr es zu hoch habt. Also da müsst ihr mal ein bisschen aufpassen. Und dann schauen wir gleich mal rein. Also wie ihr seht, funktioniert die Steuerung. Ihr könnt auch alle Games auch über Touch zocken. Also ich tue jetzt ein bisschen leiser. Na, wo haben wir? So. Alle Games funktionieren auch per Touch-Steuerung. Aber ja, bei den meisten Games ist halt die Touch-Steuerung jetzt nicht ganz so geil, ne? So. Ich hoffe, man sieht's. Ich zeige jetzt nur ein bisschen was vom Game, damit man sieht, dass es läuft. Also PS2 da zu zocken war nicht ganz so einfach. Ne? Da müsst ihr den Emulator per APK raufladen, wie ich euch gezeigt habe, weil es den halt nicht mehr gibt. Das ist der Ether X2, glaube ich, heißt der. Und da müsst ihr auch ein BIOS runterladen. Also wir sind jetzt in Godhand.
Das war halt total übertrieben, das Game. Das Kampfsystem war halt hammermäßig. Dann habt ihr verschiedene Kampfstile und ja. Ich fand's halt cool, dass man es doch wieder runterladen kann. Es ist halt total übertrieben, das Game, muss man halt sagen. Ihr habt so eine komische Panzersteuerung, aber ja, da muss man sich halt dran gewöhnen. Also es ist echt ein geiles Game und ihr seht ja, es funktioniert echt fluffig. Ich glaube, irgendwo kann man sogar ein Spezial einsetzen hier. La Bomba, Götterstampfer. Echt ein geiles Game. Ich kann euch noch ein PS2-Game zeigen, damit ihr auch seht, dass es nicht nur bei dem einen Game liegt. Kurz Moment. Einfach, wenn man raus will, da hier auf zurück. Dann kann man hier zum Beispiel das Spiel verlassen drücken. Also so kommt ihr halt wieder raus. Zum Beispiel, was haben wir noch? Check 2 habe ich drauf, Beautiful Joe. Wir können mal in Check 2 rein. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich einen Spielstand habe, wahrscheinlich eher weniger. Check 2. Also wer die PS2-Zeit kennt, da hat es viele Check-and-Dexter-Teile gegeben. Die waren halt auch hammermäßig, die Games. Also unbedingt nachholen. Dafür sind ja die Emulatoren eigentlich ganz geil, damit man halt das wieder nachholen kann. Die Touch-Steuerung müsste eigentlich auch verschwinden. Wenn die nicht verschwinden sollte, dann könnt ihr einfach hier auf zurückgehen. Dann geht ihr hier auf das, oder auf das, das hier. Und dann schaut ihr hier, nein. Kurz Moment, Touchscreen hier und dann geht ihr auf, oh Gottes Willen, keine Touchscreen Steuerung und schon ist sie weg. Okay, so könnte ich ausstellen. Hier ist das gleiche, geht ihr auf Optionen, Game Options, könnt ihr die Sprache auf Deutsch umstellen. Bitte fragt mich nicht, wo ihr die ISOs herbekommt, okay? Das müsst ihr selber rausfinden. Also das sage ich euch jetzt mal nicht, okay? Da haben wir sogar einen Spielstand. Nein! Ich will ihn überschreiben. Nein, mach doch den. Achso, müssen wir... Ach, bin ich doof. Nett, dann geh ja zurück. Spielladen. Haben wir doch einen. Gehen wir da rein. Okay, habe ich nicht gewusst, dass wir einen haben. Ja. Das war von den Leuten von Naughty Dog früher das Game. Also, wenn ihr Crash Bandicoot kennt und Uncharted, von den Leuten war es. Und die Jack and Dexter-Teile waren eigentlich echt hammermäßig. Also Jack 2 und Jack 3 habe ich halt echt super gefunden, die Games. Wie gesagt, finde ich halt schade. Also wie, ich habe jetzt leider auch keine Waffen zum Demonstrieren. Aber wie ihr seht, funktioniert alles. Die Kamera funktioniert. Und es läuft auch wirklich weich, ihr seht es ja, oder? Das Game läuft echt super. Okay, ja, dann kommen wir gleich zur nächsten Emulation. Zum Beispiel PSP habe ich auch drauf. Da habe ich jetzt nur zwei Games, also Manhunt 2, Breath of Fire 3. Breath of Fire 3 muss ich ausprobieren. Irgendwie werde ich dann nicht ganz schlau aus dem Game. Also ich zeige euch gleich warum, weil da habe ich sogar ein Safe Game. Das Game funktioniert leider nicht ganz so geil, wie ich das gerne hätte. Nicht wundern, da gibt es einen Trick. Sollte bei euch das Game so aussehen, kann auch beim anderen PSP-Game sein oder so, dann einfach alles kurz zumachen, den Dachicho nochmal öffnen, also den Launcher. Das ist mir nämlich schon aufgefallen. Nochmal reingehen. Oh, Medieval habe ich auch drauf, okay. Burnout Legends habe ich sogar auch drauf. Einfach nochmal reingehen. Und dann hier auf Stand laden. Ach, wieder schließen, wieder aufmachen, irgendwann funktioniert es. Ich weiß selber nicht, warum das genau funktioniert. Manchmal ist es so, dass er das Game da verpixelt darstellt. Das ist mir aber nur bei Breath of Fire aufgefallen. Bei den anderen Games eigentlich nicht. Nur bei dem ist es mir aufgefallen. Keine Ahnung warum. Ach, manchmal funktioniert es. Ich kann euch selber nicht genau sagen, woran es liegt. Stand laden, Stand speichern, ich probiere jetzt einfach mal. Also manchmal haut es halt hin. Man fragt mich nicht, warum. Manchmal hast du halt ein sauberes Bild, jetzt funktioniert es nicht. Komm, schlechtes Beispiel, weg mit Breath of Fire. Aber eigentlich funktioniert es. Eigentlich. Muss ich nur schauen, wie man hier zurückkommt. Hauptmenü.
Spiele. Geh doch weg hier, du Sau. So, dann machen wir Burnout Legends nicht, weil ich weiß, das funktioniert, das habe ich schon getestet. Einfach rein in das Game. Na. Jetzt ist er in dem PSP-Ding drin, frag mich nicht warum. So, einmal rein. Zack. Schon later. Hier sieht man sogar die FPS-Zahl oben. Mal zu schlechtes Beispiel, Breath of Fire. Aber es funktioniert. Also wenn das bei euch sein sollte, einfach die Launcher komplett schließen, nochmal aufmachen und dann müsste auch funktionieren. Falls es euch interessiert, auf welcher Auflösung das läuft, das kann ich euch auch gerne zeigen. Unter Einstellungen. Also da sind meistens immer die ganzen Einstellungen dann auf 7x. Also das habe ich echt auf 7x, auf fast 4K habe ich das gestellt. Ihr müsst halt selber rausfinden, wo die Games halt ziemlich gut bei euch laufen. Also auf dem läuft es echt gut. Stand laden, habe ich da einen Speicherstand? Oh ja, habe ich. Nehmen wir den. Ja. Also die Games funktionieren echt gut, muss ich sagen. Das Frontend ist cool, aber wie gesagt, die meisten sagen euch halt nicht, dass das einfach ein Frontend ist. Und das finde ich halt ein bisschen scheiße. Oh, Billy Talent. Oh Gott, ich hoffe, das Lied wird jetzt nicht zensiert. Also ihr kennt ja Burnout, oder? Seht ihr, es funktioniert echt gut. Oh, und da hat auch noch voll die geilen Lieder gegeben bei den Games, ne? Das ist halt jetzt selten geworden irgendwie. Also wenn ihr keinen Sound mehr haben solltet, dann kann das an das Lied liegen. Ich versuche jetzt laut genug zu erzählen, damit man sich hört, aber ich tue einfach den Sound hier ein bisschen ausstellen. So, jetzt haben wir keinen Sound mehr. Ich hoffe, jetzt ist es in Ordnung. Also wie ihr seht, es läuft butterweich. Es sieht auch echt gut aus, muss ich sagen. Finde ich auch schade, dass es keinen Burnout mehr gibt. War auch einer meiner Lieblingsserien. Ich fand Burnout 3 einfach geil. Für die PS2 noch. Oh, PS2-Zeit war Burnout 3 noch. Halt echt ein geiles Game, ne? Also die PSP-Games laufen halt auch alle gut. Bis auf Brave of Fire, das hat ein paar Probleme, aber wie gesagt, Launcher zumachen, Launcher wieder aufmachen und dann müsst gehen. So, was haben wir noch, was ich euch zeigen könnt? Kurzen Moment, wir wechseln gleich nochmal. Wie wär's denn zum Beispiel mit Nintendo 64? Da habe ich auch 4 Games. Alle 4 sind hammermäßig, also wer die nicht kennt, Body Harvest ist super, Blast Corps ist super. Gehen wir mal in... ich überlege jetzt gerade, in Blast Corps rein. Ist echt ein Hammer-Game, wer es nicht kennt. Jetzt sehen wir, die Knöpfe verschwinden von alleine, das ist manchmal, das ist eigentlich ganz nice, finde ich. Ja, jetzt müssen wir den Sound wieder höher stellen, natürlich. Da ging es halt darum, dass halt ein TNT-Wagen außer Kontrolle ist und ihr müsst halt alles rundherum zerstören, damit er halt weiterfahren kann. Klingt jetzt, keine Ahnung, nicht so geil, aber es ist wirklich geil. Es macht auch echt Spaß. Hier tun wir Deutsch einstellen. Ja, So. Start, zack. Also wie gesagt, die Story ist schnell erzählt. Ein TNT-Wagen ist außer Kontrolle und ihr müsst halt alles einfach demolieren. Ist auch richtig geil gemacht, finde ich, das Game. Es macht halt Spaß. Und da fahrt ihr halt herum und zerstört halt alles. Aber ihr seht halt auch, es funktioniert halt auch gut. Und vor allem diese Musik da. Er zeigt euch halt an, was ihr alles zerstören müsst. Und da gibt es halt verschiedene Fahrzeuge. Es gibt sogar Roboter, die ihr einsteigen könnt. Also echt super gemacht. Also die grüne Falle zeigt euch halt an, was ihr zerstören müsst, ne? Das habt ihr ja mitbekommen. Einfach überall reinfahren. Weg freigelegt, deine erste Aufgabe ist beendet. Und manchmal musst du verschiedene Fahrzeuge dann nehmen, hast verschiedene Herausforderungen, musst zum Beispiel da ein Bahngleis rausnehmen, da eine Brücke hin tun, damit er da weiterkommt, ein Rätsel lösen, also alles mögliche ist da dabei. Es ist echt hammermäßig, das Game. Unbedingt nachholen, Last Corps, das war echt geil. Ist auch vom Wear, also von dem Macher von Conker's Bad Fur Day. Verschiedene Fahrzeuge, aber ihr seht, es funktioniert auch super, butterweich. Ich mache jetzt nur immer ein Game, damit wir halt nicht so von der Zeit so krass hinauskommen. Also, bis gleich. So, einen Schmankerl habe ich noch für euch. Für die Wii. Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3.
Auch ein Hammer-Game, der das kennt. Was ist jetzt? Okay. Naja, vergiss mal, habe ich wahrscheinlich nicht mehr. Habe ich das Game nicht mehr drauf? Okay, ich glaube, ich habe es wohl gelöscht. Schade. Finde ich jetzt nicht geil. Na, okay, leider kann ich euch keine Wii zeigen. Schade. Ich habe es wohl mal gelöscht, das Game. Beim Fold 2 ist halt einfach das Problem, dass man halt da keine Speicherkarte einfügen kann und darum hat man auch nicht so viel Platz drauf. Das ist halt schade. Aber ich finde den eigentlich ganz geil, den Emulator, muss ich sagen. Macht auch echt Laune und es funktioniert über den Gamesys X3. Also den kann ich euch auch empfehlen. Ihr könnt auch Android-Games selber auch zocken, zum Beispiel Call of Duty, Fortnite oder weiß was ich. Also es funktioniert auch alles hier. Also je nachdem. Kann ich euch empfehlen, ist echt hammermäßig. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt, gerne in die Kommentare. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ciao.